Herzlich willkommen an euch. Ich gebe mal diese Frage nochmal in die Runde. Wie geht es aus eurer Sicht mit dem Thema Digitalisierung weiter auf dem Spannungsfeld zwischen Digitalisierung verändert alles und Digitalisierung ist auch nur eine Veränderung? Wie nehmt ihr das bei euch in euren Kontexten wahr? Und ihr habt Mikros zum Sprechen. Matthias? Gerne. Ich arbeite als Leiter Personalentwicklung bei der DRK Gesundheit, das ist ein Krankenversicherer. Und der Gesundheitsmarkt, der digitalisiert sich komplett. Und das ändert für uns alle wahrscheinlich alles. Also das heißt, der Operateur, der sitzt in einem der 14 Länder oder in einem ganz anderen. Die Daten sind zwischen Schutz und absoluter Verfügbarkeit. Was übrigens auch für HR ein Thema ist, aber ich unterschreibe mittlerweile Einverständniserklärungen, damit mir ein Kollege zum Geburtstag gratulieren kann, die Datenschutzgrundverordnung ist grüßen. Und andererseits beschäftigen wir uns in HR mit Prädiktionsmodellen, ja, wie sich der Personalkörper entwickelt. Naja, und wie geht das in Deutschland? Naja, bezogen auf Globalität. Und ich glaube, 50% dessen, was in unseren Unternehmen passiert, könnte ein mathematischer Algorithmus heute bereits bearbeiten. Und für uns in der HR stellt sich die Frage, was machen wir mit den Menschen, ja, wie betreuen wir die Kunden, wie vermitteln wir das Wissen, das es braucht, ne, ja, das ich früher erworben habe, indem ich es bearbeitet habe. Ja, und ich kriege jeden Tag eine Einladung zu so einem Kongress, ich kriege jeden Tag einen Hinweis zu einer Beratungsinstitution, die die Lösung bietet. Deswegen bin ich so glücklich, dass mir heute kein Patentrezept angeboten wurde und ich Agilität nur als Randnotiz gehört habe. Sondern solche Themen wie Haltung oder Authentizität. Ne? Und du ein schönes Beispiel für was heute Morgen. Erst dachte ich, jetzt ist der Werbeblock, jetzt können Sie mal anfangen. Dann ist mir klar geworden, Sie waren mittendrin. Und das finde ich sehr beruhigend, insbesondere der Preis für die heutige Veranstaltung ungefähr 10% mit vom Mindestspanne dessen ausmacht, was es andernorts kostet. Ich gebe die Frage nochmal weiter. Jana oder Alexa? Wie siehst du es in deinem Rahmen? Also ich finde, es ist durch die Digitalisierung kommunikationsvereinfacher geworden. Und gleichzeitig geht sie doch immer mehr verloren, weil das Persönliche so fehlt. Und ich für mich wünsche mir, dass die Menschen wieder mehr in die persönliche Kommunikation miteinander gehen, damit eben nicht mehr so viel unter den Tisch fällt und jeder persönlich, sofern das irgendwie machbar ist, auch wahrgenommen wird. Das ist mein Wunsch. Ja, ich habe eine Anekdote zur Digitalisierung. Unsere Maschinen sind selbstfahrende Maschinen und die sind GPS gesteuert und eigentlich könnten die selbst auf dem Feld fahren. Kein Bauer würde sich diese Freude nehmen, nicht im Führerraum zu sein und die Maschine zu steuern und damit rumzufahren. Also kein Bauer würde die einfach selbstfahrend fahren lassen. Und so sehe ich das auch bei der Digitalisierung. Also für mich ist es, oder auch für meine Company, ist es etwas, was uns unterstützt und was uns hilft, die Dinge vielleicht nochmal anders zu machen, anders zu beleuchten und auf die persönliche Kommunikation nie zu verzichten. Andrea, du bist ja selbstständige Organisationsberaterin, siehst viele Firmen, bist Lehrtrainerin, siehst dort viele Kunden, viele Teilnehmer. Was ist deine Sicht? Eine sehr ambivalente, weil ich glaube schon, Digitalisierung ändert alles. Wir erleben es schon, wir sind mittendrin. Digitalisierung wird noch viel, viel mehr verändern, als wir uns jetzt vorstellen können. Und ich sehe auf der einen Seite Chancen. Es gibt also immer wieder Kunden, Menschen, die gute Ideen haben, die sagen, wow, das hätte es vor 10 Jahren oder vor 15 Jahren gar nicht gegeben, dass man in solche Richtungen denken kann, dass man gestalten kann, dass man Neues kreieren und schaffen kann. Und diesen Aspekt, den gibt es auf jeden Fall und der macht viel Freude. Und ich sehe aber auch ganz viel Sorge, weil jeder hat inzwischen so ein Gefühl von, es wird viele Arbeitsplätze kosten und es wird wahrscheinlich unser professionelles Dasein sehr auf den Kopf stellen. Und keiner weiß bisher so richtig wie. Und alles ist am Markt, alles ist im Raum. Und ich finde, es hat auch eine Relevanz, dass
all das da ist und über all diese Facetten auch gesprochen wird in einem möglichst breiten Diskurs, weil das ist absolut gesellschaftsrelevant. Wenn wir jetzt nochmal auf den Tag gucken, ich gucke in Richtung Alexa, wie viele und welche Bötchen habt ihr denn in euren Taschen, rechts oder links? Da würde ich auch gerne nochmal so ein bisschen die Perlen einsammeln des heutigen Tages. Ja. Ja, ich habe es eben schon ein bisschen gesagt, also du hast es in meiner Vorstellung schon gesagt, ich hatte kurz überlegt, als Caroline mich gefragt hat, ich brauche mal einen Satz, mit dem ich dich auf die Bühne bringe, Gott sei Dank war ich dann schon auf der Bühne. Ich sage, zwischen Schulz von Thun und Ben van Burden, also das ist unser CEO ganz oben, ich war heute deutlich mehr auf der Schulz von Thun-Seite unterwegs, wieder. Das habe ich lange nicht gemacht, das war für mich so ein bisschen ein Rückbesinnen in meiner Ausbildungszeit und auch darauf, dass die Dinge, die ich häufig implizit einfach mitnehme, manchmal explizit gemacht werden müssen, damit sie auch einen Impact haben. Ich glaube, ich nehme schon nochmal ein paar Dinge mit, auch wenn wir kein Mittelständler sind, an denen ich einfach sagen kann, hier, wir sollten nochmal anders umgehen. Authentizität ist trotzdem ein großer Wert bei Shell und damit kann ich auch anknüpfen und da kann ich auch wirklich Menschen gewinnen und mich auf Werte beziehen und sagen, guck mal, unter dem Aspekt sollten wir vielleicht nochmal Dinge anders handhaben oder wenn wir über Führung nachdenken. Also ich glaube, ich habe nochmal ein bisschen den Schritt zurückgemacht in Reflexion und in, ich muss es einfach nochmal benutzen, das Wort Haltung. Matthias? Mir hat gefallen, dass ich heute gleich dem Kulturbegegnungsmodell nochmal begegnen durfte. Digitalisierung ist ja etwas, was die Dinge vermeintlich schneller macht. Und häufig ist das auch der Fall, insbesondere was technologische Entwicklung angeht. Und die Veranstaltung steht für mich für sozusagen für Entschleunigung. Und ich glaube, das braucht es manchmal in der Diskussion über die Implikationen von Digitalisierung, insbesondere wenn wir auf das Feld von Führung schauen. Ja, und was ich momentan auch in meinem Unternehmen erlebe, ist, jetzt machen wir neue Methoden. Ja, und die machen wir mit der alten Haltung und dann versuchen wir nach der neuen Methode das Machtinstrumentarium sozusagen wieder in die alte Balance zu bringen. Ja. Und da muss man auch aufpassen, dass Menschen keinen Schaden nehmen. Und deswegen glaube ich, dass Führung und Haltung untrennbar miteinander verbunden sind und Digitalisierung und Haltung ebenso. Jana oder Alexa? Also ich fand den Workshop heute total spannend und war in so einer Ambivalenz, in welchen Workshop gehe ich rein und habe das erste Mal so gespürt, dass ich nicht Schmetterling oder Hummel sein konnte, um in verschiedene Workshops reinzugehen. Also das ist so etwas, was ich so heute mitnehme, weil sehr viele verschiedene, sehr interessante Themen da waren. Und ich nehme auch eine gewisse Leichtigkeit mit. Ich habe es selbst in der Hand, den Stecker rauszuziehen oder mein Handy auszustellen. Und das ist auch etwas, was für mich jetzt auch in Richtung Selbstverantwortung geht. Ich bin nicht Opfer der Digitalisierung und wir sind immer noch Menschen und wir haben es in der Hand. Wir haben es wirklich in der Hand und wir sagen, also wir sind Gestalter oder wir sind Opfer. Und für mich sind wir Gestalter. Ich habe die Veranstaltung heute als eine sehr, sehr warme und empathische Veranstaltung empfunden. Und ich möchte mitnehmen für mich, dass ich die Mitarbeiter, mit denen ich ins Gespräch gehe, immer mehr ermutige, Dinge zu fragen und auch mal zu sagen, ich hab etwas noch nicht verstanden oder ich brauche vielleicht noch ein bisschen Zeit und Erklärung. Und ich glaube, gerade mit dem Thema Digitalisierung erfordert es das auch. Und das habe ich mitgenommen. Vielen Dank. Ich habe an zwei verschiedenen Stellen heute ganz, ganz große Freude empfunden. Auf der einen Seite, weil ich das Gefühl habe oder hatte und immer noch habe, dass die meisten von euch hier echt eine Menge Spaß und Inspiration hatten und dass damit sozusagen das Rezept dieses Tages für viele aufgegangen ist. Das hat mich sehr, sehr gefreut. Und das Zweite ist, Menschen, die mich im professionellen Tun kennen, sei es als Lehrtrainerin oder in Beratungsprojekten, wissen, dass ich ein Riesenfan bin von Komplexitätsreduktion und dass ich versuche immer ein Gegengewicht zu setzen zu
mehr und schneller, höher, weiter und Und aus meiner Sicht ist das nur zu erreichen über Selbststeuerung und schlussendlich über Haltung. Und es freut mich so sehr, dass das an jeder Ecke heute hier so durchtönte, dass vielleicht genau das ein wesentliches Element in dem Rezeptbuch im Umgang mit Digitalisierung sein könnte. Jetzt würde ich es gerne nochmal öffnen. Wir haben ja ein Saalmikro. Was habt ihr noch für Fragen an diese Runde? Wir haben ja ein ganz breites Spektrum an Firmen, an Hintergründen. Genau, Caro. Gibt es aus eurer Runde noch was, was ihr gerne hier einbringen wollt? Frage, auch Statements zu dem, was wir besprochen haben? Nur Mut. Ich fand deine Frage, was sie am Montag alles machen würde, würde mich interessieren, was die anderen am Montag vorhaben. Das finde ich nur fair. Also die Frage war, was würdest du am Montag, oder was würdet ihr am Montag anders machen, wenn ihr völlig freie Hand hättet? In deiner Firma. Was würdest du verändern? Ja, ich habe schon eine Idee. Ich würde eine große Open Space Veranstaltung mit allen 2400 Kollegen machen und würde mit denen gemeinsam die Frage erörtern, was ist das, was euch hier sein lässt bei Grimme und wie können wir das gemeinsam verstärken? Das würde ich machen. Ich mache was Besseres als ihr. Ja. Also ich feiere am Montag den 6. Geburtstag meiner Tochter. Aber ich fürchte, das zählt hier nicht in der Antwort. Mache ich trotzdem. Aber am Dienstag hätte ich Lust, ich habe so einen ähnlichen Gedanken gehabt wie du, ich hätte Lust, einen Diskurs zu starten. Also diese Punkte, die wir als relevant empfinden und die da sind und die halt im Alltag oft runtergehen, geht mir ja genauso, weil das Tagesgeschäft drängt und drückt uns in jede beliebige Richtung. Und da müssen wir irgendwie mit, wenn wir nicht rausfallen wollen aus dem System. Ich glaube, da ist keiner frei von. Aber ich hätte so Lust, das einfach weiter zu denken und weiter mit Menschen in Verbindung und in Kontakte zu bringen und zu gehen und zu sagen, so was machen wir denn jetzt damit? Weil die super coole, fertige Blaupause hat noch keiner. Das ist schon mal klar. Einen Moment. Ich habe einen ähnlich demutsvollen Ansatz. Und ich würde ab Montag sozusagen den obligatorisch hierarchieübergreifenden Wirklichkeitsabgleichtag einführen. Und jetzt gucken wir alle gemeinsam drauf und stellen fest, wir sehen zwar dasselbe, aber irgendwie alle was anderes. Naja. Und würden uns dann zur Frage austauschen, wie kommt denn das? Ja, was könnte das jetzt für uns bedeuten und wie wollen wir denn jetzt damit umgehen? Das haben wir ja noch nie gemacht. Also bei uns in der Firma ist es so, dass wir wir haben unterschiedliche Produktionen, die so komplett anders arbeiten als wir im Head Office, die ganz andere Bedürfnisse haben und ganz andere Einstellungen und Ansichten und sich mit Sicherheit auch total oft fragen, was machen wir im Head Office eigentlich? Und auch manche im Head Office, denke ich, die könnten sich auch mal die Frage stellen, was machen eigentlich die in den Produktionen, was machen die wirklich? Und ich würde total gerne, dass die Leute aus dem Head Office mal Positionen übernehmen in den Produktionen, um mal ein bisschen wieder an die Basis zu kommen. Das wäre super. Marion, hast du noch eine andere Idee? Oder? Gut. Dann gebe ich nochmal in die Runde. Wo ist das Mikro? Was gibt es noch für eine Frage? Was machst du denn am Montag als am ISB? Die Veranstaltung aus, wer
und das streuen, was hier passiert ist. Also das ist jetzt vielleicht nichts was anderes, aber ich finde, wir haben heute ganz viel von dem erlebt, was gerade aktuell dran ist und was jenseits von Buzzwords und jenseits von Hypes wirklich zählt. Und das würde ich und werde ich, soweit es geht, in die Welt tragen, weitertragen. Ja. Ich habe das Mikro mir geschnappt. Mein Name ist Mutila Nordhoff. Ich bin eine der wenigen, glaube ich, die hier aus Hamburg kommt. Schön, ich war bis gestern in München. Von daher hatte ich auch einen weiten Anreiseweg. Ich arbeite im Moment für Deal Aviation, Flugzeugzulieferer hier in Hamburg, beziehungsweise deutschlandweit aufgestellt. Ich verstehe mich aber eigentlich als Verhaltensökonomin. Und ich komme quasi aus einer ganz anderen Richtung. Ich möchte gerne eine Idee hier reinbringen, die mich schon seit vielen Jahren umtreibt. Insbesondere im Zuge der Komplexität, mit der wir uns hier beschäftigen. Und zwar bedeutet das, wenn wir von Einfachheit reden und von Vereinfachung, dass wir nicht im Wortsinn Vereinfachung meinen, sondern wir reden von Tiefe. Wenn man sich mit der Informationstechnologie auseinandersetzt und der Forschung zu diesen Bereichen, dann ist Information im Allgemeinsprachlichen anders definiert, als wir es benutzen. Und als es die Informationstechnologie sagt. Information ist nämlich das, was nicht kürzer gesagt werden kann. Und das, was nicht kürzer gesagt werden kann, ist meist Blödsinn. Bei 0 und 1 einfacher geht es nicht. Und worüber ihr redet, wir reden und vom ISB auch die Konzepte reden, ihr redet von Tiefe, von etwas, was an Arbeit geleistet worden ist und nicht wiederholt werden muss. Und deswegen Übersicht schafft. Und ich glaube, das ist genau die Orientierung, die wir in dieser Welt für Komplexität brauchen. Und die findet man insbesondere hier im Institut, die findet man durch diese ganzen Methoden, durch diese Überblicke, die wir hier schaffen. Es wird ganz viel Arbeit vorweg geleistet. Und das ist nicht einfach, nicht dumm einfach, sondern einfach und tief. Und den Gedanken, den würde ich gerne mal hier in die Runde geben. Weil das ist die Arbeit, die ihr hier leistet und die wir hier leisten. Und das ist ein Schritt zur Komplexitätsreduzierung. Danke, ein schöner Gedanke. Matthias, du hast schon ein bisschen darauf markiert. Ich fand das jetzt, naja, immer mal angenommen, ich hätte es verstanden. Ja, dann fände ich es naja sehr dokumentationswürdig, was du gerade gesagt hast. Ich habe ein paar Texte dazu, kann ich mir gerne zur Verfügung stellen. Ich wäre sehr erfreut. Ist nicht von mir, es kommt aus dem. Macht ja nichts. Von daher sind ganz viele. Bei IBM, die sich damit vor 20, 25 Jahren beschäftigt haben. Es geht auf den Punkt zurück. Diese Einfachheit findet man jetzt in den Modellen, die wir hier vorstellen, so wie wir miteinander arbeiten. Es ist Tiefe. Gibt es von den anderen Reaktionen darauf? Auch eine Eingabe in die Runde? Finde ich ganz, ganz schön und habe auch gleich gedacht, so, ja, das muss ich als Wort in meinen Gedanken Komplexitätsreduktion unbedingt noch mit einbauen, weil das ist ganz schön zusammengefasst. Vielen Dank dafür. Als ISBler kennt man es wahrscheinlich unter Wesentlichkeit. Und das, da assoziiere ich was Ähnliches wie Tiefe. Ja? Und ich glaube, deswegen, es stimmt wahnsinnig. Der Schnaps. Was mich noch interessiert ist, ich möchte gerne eure Bohnen sprechen hören. Habt ihr Lust, uns das mitzuteilen, wie viele Bohnen ihr von links nach rechts und was eure rechten Bohnen euch sagen oder euch gesagt haben über den Tag verteilt? Haben wir keine Zeit mehr oder warum winkst du ab? Unsere Poetry Slam Herren müssen noch in dieser nächsten halben Stunde ihre Präsentation machen. Okay, dann eine Einladung dazu. Nehmt diese Bohneninformation mit und die Bohne nehmt ihr bitte auch mit. Das sind jetzt eure Geschenke für den nächsten Tag gerne oder für danach. Die passen ja auch gut ins Foyer, denke ich. Ja. Yeah. Also vielen herzlichen Dank, liebe Alexa, liebe Jana, liebe Marion, liebe Thorsten, liebe Andrea und lieber Matthias. Wir machen jetzt die Bühne wieder frei, nachdem ihr kräftig applaudiert bekommen habt.